So, heute geht's bergauf. Wir sind unterwegs zur alten Klosterruine des Klosters in Wörschweiler. Ihr hört, ich bin ein bisschen außer Puste. Das geht ungefähr 1 Kilometer steil den Weg hoch. Ja, ich würde sagen, das reicht uns erstmal mit dem Sauerstoff, den ich verschwende. Ich melde mich wieder, wenn wir angekommen sind. So, hier ist Natur pur. Hier geht es steil nach unten. Man sieht aber nichts, alles zugewachsen. Ganz, ganz viele Schmetterlinge. So, wir sind jetzt fast oben. Mitten im Klosterwald. Düstere Stimmung hier. Laut der Karte sind es noch bis zur Ruine etwa 500 Meter. Der Weg geht jetzt nur noch ganz leicht bergauf. Hier sieht man durch die Bäume ein Stück vom Ort Wörschweiler und die Wiesen und Felder des Bliesgaus. Ein Hinweisschild zur Klosterruine. Jetzt geht es sogar bergab. Der Wald lichtet sich und vor uns liegt die Klosterruine. Daneben ein Wohnhaus. Hier steht ein Gedenkstein. Das Kloster wurde gegründet im Jahr 1131 und wurde 1614 durch einen Brand zerstört. Daran soll dieser Stein erinnern. So, wir betreten jetzt das alte Kloster durch das Hauptportal. Das gesamte Kloster wurde im 16. Jahrhundert, wie auf dem Gedenkstein ja stand, durch ein Feuer zerstört. Die Brandspuren sieht man bis heute auf den Steinen.
das Plateau, auf dem das Kloster bzw. die Ruine steht, hat eine fast kreisrunde Form. Das lässt vermuten, dass der Berg hier nicht natürlichen Ursprungs ist. Ich denke, dass er von Menschenhand erschaffen wurde, aufgeschüttet, vor vielen hundert Jahren vermutlich. Wer weiß, was sich darunter noch alles für Geheimnisse verbergen. Hier unter uns sind Gräber, teilweise beschriftet und reich verziert. Graf von Moers, Saverden, Herzog Lahr, Johann, sogar mit Datum. Siebter 1431 in der Schlacht, kann man leider nicht mehr lesen. Hier sind etliche Grabplatten. Hier scheint das Grab eines Abtes des Klosters zu sein. Johannes, Abt und ein Datum könnte 1458 heißen. Ob die wirklich noch darunter liegen? Hier hat man die Grabplatten an der Wand aufgestellt. Das sind sehr viele. Ich nehme an, dass die ursprünglich hier im Boden waren. Wir laufen also jetzt quasi auf einem Friedhof herum. Hier in der Mitte ist eine Art Gefäß, da hat wohl jemand Feuer drin gemacht. Überall Mauernreste und hier hat man eine schöne Aussicht in das Tal. Ja, das ist der Bliesgau. Die Autobahn sieht man. Hier oben aus kann man auch gut erkennen, wie groß diese Anlage einst war. Hier ist sogar noch ein komplettes Fenster erhalten. Kann man rausschauen. Hier ist sogar noch ein Durchgang. Mal sehen, wo es dahin geht.
Hier ging es wahrscheinlich früher mal weiter in den Keller. Ob das jetzt mit Absicht verschüttet wurde oder halt im Laufe der Zeit passiert ist, keine Ahnung. Hier unten ist ein Loch in der Mauer. Habe ich eben entdeckt. Leider habe ich jetzt kein Licht bei mir. Wahrscheinlich zu dunkel für die Kamera. Und hier kommt ganz kalte Luft raus. Man spürt's. Hier geht's in die Tiefe. Also ist hier unten drunter wohl auch noch ein alter Keller. Die Frage ist, wo ist der Zugang? Auch hier wieder ein Loch in der Wand. Da geht's in ein altes Gewölbe. Da liegt ein großer Felsblock im Weg. Eingestürzt vermutlich. Aber hier geht es eindeutig weiter in die Tiefe. Geht ziemlich weit nach hinten. So, wir bewegen uns jetzt vom Kloster weg. Da hinten ist ein Hohlweg, der mir eben schon aufgefallen ist. Da gehen wir jetzt mal hin, weil irgendwo muss ja dieser sagenumwogene Klosterbrunnen sein, von dem die Legende erzählt, dass er angeblich den Klosterschatz beherbergen soll. Und dieser wird der Sage nach von einem goldenen Hund bewacht. Ah ja, da ist er, der Brunnen. Natürlich mit einem Gitter versehen. Da schnappen wir uns mal hier so einen Stein. Der ist ziemlich zugewachsen. Aber man sieht, dass da unten noch Wasser ist. Und da oben sind noch die eisernen Halterungen. An denen war eine Rolle befestigt. An der Seite wahrscheinlich eine Kurbel. Da konnte man den Eimer mit dem Wasser nach unten kommen lassen und wieder hochholen. So, ich werfe jetzt mal. Oh, da unten sieht man das Wasser. Ich werfe mal den Stein rein. So, ich schätze mal 30 Meter sind das schon. Vor allem, dass da nach so langer Zeit immer noch Wasser drin ist. Aber wo jetzt dieser Klosterschatz versteckt ist, hier müssen wir mal mit dem Detektor durch die Lande streifen, aber tja, leider verboten. Unter dem Kloster befindet sich auch noch ein Gewölbe, man sieht zahlreiche Treppen, die nach unten führen, aber die alle entweder verschüttet oder zugeschüttet sind. Naja, wie dem auch sei. Das ist dieser sagenumwogene Klosterbrunnen. Sieht man mal wieder, wie gut es uns heute geht. Wir drehen einfach den Hahn auf, Trinkwasser kommt raus. Ja, die Mönche, die mussten Wasser vom Kloster, ist zwar nicht weit bis da hoch, aber immerhin mit dem Eimer da hochschleppen, das mehrfach am Tag. So, da gehen wir mal wieder zurück. Es wurden auch hier schon Grabungen gemacht, die auch wieder eingestellt wurden. Hier unter diesem Haus da hinten, weil dessen Statik dadurch gefährdet war. Warum aber jetzt nicht weiter geforscht wird, keine Ahnung, vielleicht kein Geld da. Keine Adresse, keine Leute, die es machen, keine Ahnung. So, hier ist noch ein schöner Aussichtspunkt. Felder und Wiesen des Bliesgau.
Naja, eine wunderschöne vierspurige Autobahn. Also ich kann diese Klosterruine nur jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Ist frei zugänglich, kostet auch keinen Eintritt oder sonst was. Ist nur ein bisschen mühsam, den Weg hier hochzuklettern, aber es lohnt sich. Die Ruine wird auch instand gehalten, sofern das für eine Ruine möglich ist. Ihr seht, hier wird Rasen oder Gras gemäht. Hier sind auch überall Tafeln angebracht, auf denen man sogar was lesen kann über die Geschichte des Klosters. Ein sehr interessanter Ausflugsort. Auch zahlreiche Bänke, die hier aufgestellt wurden, laden zum Picknick ein oder einfach nur zum Verweilen. Naja, einer der schönen Flecke, die wir hier haben im Saarland. So, hier ist einer der vielen Abgänge. Eine Wendeltreppe, die von oben nach unten führt und einfach im Nichts endet. Sie funktioniert noch. So, das war die kleine Exkursion zur Klosterruine Wörschweiler. Jetzt gaxeln wir den Berg wieder runter. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wäre super, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr nicht schon habt, vielleicht auch ein Abo. Wenn ihr die Glocke anklickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Ja, lasst mir einfach einen Kommentar da. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Macht's gut, euer Mr. Tech.